diese Flutkatastrophe, die ist so, so dramatisch schnell hereingebrochen über die ganze Klinik, über hier auch unser Wohnhaus, und Patienten konnten Gott sei Dank noch evakuiert werden. Samaritan's Purse Disaster Assistance Response Team is responding in Western Germany to catastrophic flooding. Germany hasn't seen floodings like this in hundreds of years. Many homes are destroyed, over 100 people lost their lives. We're cleaning out homes, distributing food, we're giving encouragement to everyone that's affected, in addition to practical help. In der Bibel steht, wir sollen unseren Nächsten lieben, und das wollen wir mit dem Dienst für Gott ausüben und sind hierher gekommen und helfen hier beim Aufräumen. Ich weiß, wie es ist, wenn man alles verliert. Ich war lange, lange Zeit auf der Straße, und deswegen bin ich mit dem Team aus Köln heute hier, um einfach zu helfen, weil es sich lohnt, weil es immer weitermachen. Man soll immer weitermachen. Das ist ganz toll wichtig. Nachdem das Ausmaß bekannt wurde, das Ausmaß der ganzen Katastrophe, hat die Gemeinde sofort reagiert. Wir haben einen Hilfstrupp losgeschickt, er hat die Situation vor Ort erkundet, und dann haben wir jeden Tag immer mehr Leute in das Gebet geschickt, haben Sachspenden zusammengelegt. Jesus Christus ist unser Vorbild, und er hat immer geholfen, er hat nicht nur gepredigt, und das wollen wir auch tun. Hier ist die Not groß und wir helfen praktisch. Wir sind so dankbar, ne, für jeden Helfer, der kommt. Und das finden wir ganz, ganz toll. Please pray for everyone affected and also for all the helpers on the ground.